Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Es ist wieder soweit. Der November ist auch zu Ende. Das heißt, das Jahr geht jetzt dem Ende entgegen. Und deshalb ist es Zeit für den Comic Haul für den Monat November. Und ich zeige euch jetzt, was alles neu dazugekommen ist. Am Nerd. Heute geht es mit einem Rezensionsexemplar los, nämlich vom CrossCult Verlag Coda, der erste Band von Simon Spurrier. Ich habe schon angefangen zu lesen, ist wirklich sehr verrückte Fantasy-Endzeit, möchte ich sagen, ja. Also es geht um eine Fantasy-Welt, die allerdings zerstört wurde, ja, wo Magie verschwunden ist. Und es ist also halt tatsächlich eine Endzeitgeschichte, die aber auf einer Fantasy-Welt beruht. Von daher ein ganz interessantes Thema, auch bisher sehr crazy irgendwie. Ich werde aber sicherlich noch davon berichten, wenn ich es ganz gelesen habe. Das Ganze kostet 25 Euro. Das zweite Rezensionsexemplar, was ich bekommen habe, ist vom Schreiber- und Leserverlag Gun Crazy Band 1. Und ich muss sagen, der war auch echt crazy. Musste ich natürlich sofort lesen, weil habe ich mich sehr drauf gefreut oder sehr drüber gefreut, dass der bei mir im Briefkasten lag. Den hätte ich mir nämlich sonst auch geholt. Und das Ding ist echt abgefahren und verrückt. Da kommt auf jeden Fall auch ein Rezensionsvideo noch zu. Kostet 24,80 Euro. Und sehr empfehlenswert, aber halt auch wirklich mega durchgeknallt. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich recht herzlich bei den Verlagen für die Rezensionsexemplare bedanken. Vielen lieben Dank. Dann kommen wir auch schon direkt zu den Abos. Da Deadpool inzwischen ausgelaufen ist, kommt bei mir jetzt natürlich nur noch ein Heft an, nämlich Spider-Man. Und da habe ich hier Ausgabe 35 in diesem schicken, ikonischen Cover. Ja, was ja in Amerika in verschiedenen Versionen, ja, in mehreren Farben auch wieder rausgekommen ist. Das Ding ging weg wie warme Semmeln. Von daher freue ich mich, dass sie das jetzt hier auch für die deutsche Ausgabe genommen haben, weil das sieht wirklich sehr cool aus. Ja, kostet 4,99 €. Gelesen habe ich es auch schon. Ich warte auf das nächste Heft. Bei Eagle Moss gibt es diesmal ein bisschen mehr, denn da sind diesen Monat glatt drei Ausgaben angekommen. Ja, das passte irgendwie schön in den Monat rein. Die letzte Ausgabe hier ist auch erst vor kurzem reingeflattert. Da gab es nämlich jetzt von Ausgabe 74 bis 76 einmal Heart of Hush, ja, was nochmal an die Hush-Story irgendwie anschließt. Dann die Straßen von Gotham und ganz frisch raus die Maske des Schreckens. Kosten wie üblich 14,99 €. Und ja, die kommen dann erstmal auf den Lesestapel. Dann kommen wir jetzt zu der Neuanschaffung von Marvel. Da lege ich los mit King in Black Band 4. Damit ist die Geschichte ja auch schon zu Ende. Ja, richtig abgeschlossen wird es in Venom 8, der ja auch der Abschlussband des Ganzen ist, ja, wo Donny Cates dann aufhört, Venom zu schreiben. Der geht ja dann jetzt zum Hulk rüber. Ja, habe ich natürlich auch schon gelesen, weil das war halt Pflichtprogramm. Und ging auch wirklich wieder sehr interessant zu Ende. Also für mich ein schön gelungenes Event auf jeden Fall. Das Ganze kostet 19 Euro. Mit Bruce Banner Hulk, also dem Immortal Hulk, geht es ja jetzt auch so langsam in die Endphase von Al Ewing, ja, der ja auch das Ganze dran gibt. Und wie gerade ja schon gesagt, übernimmt es ja Donny Cates jetzt. Aber ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ist jetzt noch nicht der letzte Band. Aber hier hat der Hulk auch wieder ganz schön was auszukämpfen. Der Leader taucht auch wieder auf. Also es geht wirklich super weiter. Von daher lässt dieser Run einfach nicht nach in der Qualität. Und mir hat er wirklich sehr gut gefallen. 15 Euro das Ganze. Dann bin ich ja auch ein bisschen dabei, Daredevil nachzuholen. Oder mir zumindest noch ein paar Sachen wieder zu kaufen. Da habe ich In den Armen des Teufels von Kevin Smith die Storyline mir geholt mit über 220 Seiten, hat 19,99 € gekostet. Ja, fand ich okay, habe ich schon gelesen. Ist jetzt nicht die allergrößte Geschichte, aber schon recht spannend gemacht das Ganze. Vielleicht kommt da auch noch mal eine Rezi zu, werden wir dann mal sehen. Dann habe ich ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt bekommen bei einem etwas größeren Einkauf wieder. Soll ja schon mal hin und wieder vorkommen bei mir. Nämlich hier die Ultimate Avengers Band 2 von Mark Millar. Soll man auch so ganz gut lesen können. Habe ich noch nicht reingeschaut, weil mich die Avengers an sich nicht so reizen. Aber das ist jetzt der Punisher auf jeden Fall auch mit drauf. Höllenritt heißt das Ganze. Mal schauen. Vielleicht irgendwo
unten auf den Lesestapel. So vorrangig ist es für mich jetzt nicht, aber wie gesagt, einem geschenkten Gaul schaut man ja auch nicht ins Maul. Vielen lieben Dank an meinen Comicladenmann. Dann für meine Green Lantern-Reise, hallo Comic Inn, habe ich das hier jetzt noch ergattern können. Da habe ich ja schon mal das Ganze auf eBay Kleinanzeigen gekauft, allerdings dann das falsche Heft bekommen und derjenige, der dieses Flash Green Lantern Crossover, was ich zugeschickt bekommen habe, gekauft hat, der hat dann eben den Band bekommen, sodass ein Austausch leider nicht möglich war. Den habe ich aber jetzt tatsächlich im Comicland noch gefunden, auch zum Neupreis, also 16,90 € hätte das Ganze gekostet, habe ich dann entsprechend für 8,45 € oder so bekommen. Ja, das neue Green Lantern Core, damit bin ich wieder ein bisschen vollständiger und ich habe auch sogar noch was von Green Lantern entdeckt, was ich auch noch zum Auffüllen meiner Lücken brauchte. Nämlich Green Lantern Kollateralschaden, ja, oder vielmehr Guy Gardner Kollateralschaden, weil hier geht es ja wirklich rein um Guy Gardner. Das Ganze kostete 20 €, weil das nämlich auf 444 Exemplare limitiert ist. Habe ich leider auch ein bisschen spät gesehen beim Bezahlen, aber naja, mein Gott, ne? Irgendwie muss ich ja die Reihe komplett kriegen. Von daher nicht ganz so schlimm, allerdings ist die Geschichte echt nicht so gut. Ja, was Howard Chaykin sich da ausgedacht hat, naja, also Guy Gardner ist ja an sich schon so ein aufsässiger Rüpel irgendwie, ne? Aber trotzdem hat er halt auch einiges Cooles und hier ist er einfach nur ein sexistischer Arsch. Ja, hätte ich nicht haben müssen unbedingt die Story, aber man will ja die Sammlung auch irgendwann mal komplett kriegen. Dann einen fetten Band mit einem Event, nämlich hier die Final Crisis, habe ich entdeckt und mitgenommen von Grant Morrison. Das Ganze kostet 24,99 €, hat 340 Seiten, also ist richtig dick auch. Da wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil so die Events, die müsste ich sowieso auch nochmal irgendwie zusammenbekommen, weil da war ja schon einiges Wichtige auch dabei, wo dann auch Green Lantern noch mit reinspielt und da ich ja mir die anderen Serien auch noch irgendwie hole, finde ich es da schon ein bisschen interessanter und hier ist dann halt auch mehr drin als bei diesen ganzen Marvel-Events, ja, das ist dann alles noch viel zu verteilt, da gibt es noch mehr Tie-Ins, ne? Gibt es hier zwar auch noch, aber mit der Hauptstory bin ich auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz gut bedient und habe auch einiges zu lesen. Dann gibt es noch was vom Black Label, nämlich Batman The Imposter, beziehungsweise die Maske im Spiegel. Ja, ihr merkt, ich bringe dem Titel keine Sympathie entgegen. Ist jetzt der zweite Band. Ich stehe einfach immer noch total auf das Artwork von Andrea Sorrentino. Großartiger Künstler. Also, ja, von Gideon Falls auch. Völlig begeistert. Batman, Killer Smile und sowas. Ein großartiger Mann. Er hat tatsächlich auch, als ich in Gideon Falls meine Bände da gezeigt habe auf Instagram, hat er das geteilt. Ja, Andrea Sorrentino hat meinen Beitrag geteilt, was ich großartig fand. Aber ich möchte jetzt hier nicht angeben. Ja, das Ganze hier kostet 13 € wieder, ist Hardcover in dem schmalen, also nicht in dem ganz großen Format. Und ich fand es auch wieder ziemlich gut. Dann habe ich noch was Letztes Neues von Panini, nämlich A Train Called Love Band 1. Da habe ich ja schon den zweiten Band zufällig mal entdeckt und jetzt habe ich im selben Comicladen habe ich auch noch den ersten Band gefunden. Der stand nämlich ganz woanders. Während der eine bei den gebrauchten Exemplaren lag, stand er irgendwo im Regal. Und da bin ich ganz froh, dass ich den gefunden habe. Die habe ich jetzt beide auch schon gelesen. Ja, Garth Ennis, ne? Nicht seine größte Geschichte, aber auch schon ziemlich cool und sehr abgefahren. Von daher, da wird sicherlich mal ein Short zugeben. Ein Manga hätte ich dann auch noch, nämlich Ado Band 3. Verfolge ich jetzt seit dem ersten Band halt auch schon und der ist jetzt ganz frisch raus. Deswegen habe ich den auch direkt gelesen. Geht ganz nice weiter, wobei ich den Band jetzt nicht so gut fand wie die anderen. Der ist so ein bisschen so der Füller irgendwie noch mit drin, ne, wo wir jetzt nicht so ganz viel Neues erfahren, wo in erster Linie gekämpft wird, aber trotzdem alles sehr schön gemacht. Ist halt sehr an den Stil von Akira auch angelehnt. Ja, wenn es auch eine etwas andere Thematik ist, ja, mit diesen Pflanzenkräften. Wobei wir doch ein bisschen was über die Hintergründe nochmal erfahren. Aber auf jeden Fall eine nette Serie, die ich mir auch weiter
durchlesen werde. Das Ganze kostet 10 Euro. Kommen wir zum Splitter Verlag. Da gab es natürlich den finalen Band, ja, Band 6, das Ende zu Gideon Falls, wo ja eigentlich beim letzten Band der erste Zyklus zu Ende war und dann aber ja die Serie dann doch schnell ihr Ende gefunden hat. Woran das jetzt gelegen hat, vermag ich nicht zu sagen, aber auf jeden Fall geht es auch wirklich sehr abgefahren zu Ende. Für mich eine der größten Reihen der letzten Jahre. Kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Habe ich ja auch in meinen Top 5 drin gehabt zum Splitter Verlag. Gerade wenn man so auf Horror steht, wirklich richtig geile Sache. Also wirklich, kann ich nur absolut empfehlen. Kostet 19,80 € und ihr könnt jetzt halt alle 6 Bände am Stück lesen. Das ist ja auch immer eine schöne Sache, wenn so eine Reihe abgeschlossen ist. Ebenfalls eine fantastische Reihe aus dem Splitter Verlag ist Something is Killing the Children, war in meinen Horror Top 5 an Platz 1 und wirklich großartig. Hier ist jetzt quasi der erste Zyklus auch zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es kommt ja auch noch hier das House of Slaughter und kann kaum erwarten, dass es weitergeht. Also die Titel, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die kommen halt immer ganz oben auf den Lesestapel, die werden dann immer direkt gelesen, weil da kann ich nicht lange drauf warten, weil das wirklich super ist. Kostet auch 19,80 €. Auch noch vom Splitter Verlag gab es hier dieses Adventspaket mit den Orks und Goblins. Da waren die ersten 3 Bände drin und da ich ja die Magier und Elfen ziemlich gut finde, habe ich da jetzt auch direkt dann die Chance genutzt und das vergünstigt mitgenommen. Ist ja günstiger als die Einzelbände und Splitter macht ja dann immer um Weihnachten rum diese Adventspakete. Da kann man wirklich dann bedenkenlos mal zugreifen. Conan ist auch rausgekommen. Also wer da noch nicht reingeschaut hat, sollte da unbedingt mal zugreifen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es bei den Orks und den Goblins abgeht. Ob die mit den Magiern auch mithalten können. Die liegen auf jeden Fall auf dem Lesestapel. Und zu guter Letzt vom Splitter Verlag hätte ich hier noch Nottingham. Ja, wo wir eine alternative Robin Hood-Geschichte bekommen, ja, wo man sagt, so vielleicht war ja der Sheriff von Nottingham Robin Hood, ne, oder einer der Robin Hoods. Also fand ich sehr interessant, habe ich auch schnell gelesen, ist von Benoit Delacq, der auch schon einiges geschrieben hat, was ich vom Splitter Verlag gelesen habe. Ich habe jetzt gerade aber natürlich wieder mal nichts im Kopf dazu. Schlecht vorbereitet, man kennt es nicht anders, aber so ist das Leben. Kostet 16 Euro. Und war wirklich schön zu lesen. Artwork ist auch schön. Kommt eine Review dazu. Nach dem Splitter Verlag ist vor Cross Cult. Kommen wir also zu Cross Cult und da habe ich den dritten Band von Once and Future auch sofort gelesen, quasi. Ja, aus dem Laden hier hingekommen, ausgepackt, durchgelesen. Weiterhin großartig. Absolutes Highlight für mich, die Serie. Kommt irgendwie nicht jeder drauf klar, aber ich mag es sehr gerne. Finde es sehr spaßig. Die Thematik liegt mir total. Von daher werde ich die definitiv weiterverfolgen. Und natürlich auch noch einen Short dazu machen. Den zweiten Band hatte ich ja auch schon da gemacht. Den ersten, der hat ein langes Video bekommen. Ne, und, aber da ja das Artwork gleichbleibend gut ist, ne, was Dan Mora da abliefert. Und die Story von Kieran Gillen muss man dann so weit drauf eingehen. Aber begeistert mich weiterhin und kostet 22 Euro, kann ich absolut empfehlen. Da ich bei meinem Konvolut im letzten Jahr Winterworld La Niña dabei hatte, habe ich jetzt mal Winterwelt mitgenommen. Den ersten Band ja, von Chuck Dixon, der ja auch viel Batman gemacht hat, unter anderem Nightfall. Also auf jeden Fall ein Name, den man kennen sollte. Und der hat halt dieses Endzeit-Ding gemacht mit Winter und Schnee und ganz viel Eis. Und da habe ich jetzt den ersten Band, den man noch regulär kaufen kann, habe ich dann mal mitgenommen, damit ich mit La Niña auch weitermachen kann. Es gibt aber noch einen zweiten Band. Da muss ich mal gucken, wie ich da nochmal irgendwie rankomme. Wenn den jemand loswerden möchte, sagt mir Bescheid. Kostet 18 Euro. Und noch etwas von Cross Cult, was ich schon ein paar Mal eigentlich haben wollte oder schon länger haben will, was aber dann nie im Comicladen gelegen hat. Deswegen habe ich es jetzt mal bestellt über meinen Comicladen hier in Essen. Nämlich Virus Omega, die habe ich dann tatsächlich aber auch noch nicht gelesen, ist von Sylvain Rhönberg. Und ich weiß nicht, wie der Herr Toledano mit Vornamen heißt, da müsste ich nachschauen.
Marcial Toledano, der hat Tebori gezeichnet. Großartige Serie, wird auch noch eine Rezi zu kommen. Und von daher möchte ich mir natürlich auch Virus Omega anschauen und werde jetzt da diesen Monat auf jeden Fall mal rangehen. Kosten beide übrigens 18 Euro. Das war jetzt tatsächlich nicht viel für diesen Monat, aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe nämlich noch ein bisschen was Gebrauchtes wieder gekauft und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich hatte noch was entdeckt auf eBay Kleinanzeigen, wo ich dann aber Versandkosten sparen wollte. Deswegen habe ich das hier noch mitgenommen, nämlich Spider-Gwen. Ja, Gwen Stacy. Das ist quasi ja nochmal die Einführung des Ganzen. Was ich nicht gesehen hatte, ist, dass das dieser Panini-Ink-Titel ist. Deswegen, ich zeige das mal, ist das hier jetzt dieses etwas kleinere Format, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber jetzt habe ich es, war auch relativ günstig, von daher habe ich den jetzt mal mitgenommen. Kostet eigentlich 19 Euro, ist empfohlen ab 13 Jahren, habe ich aber recht günstig geschossen. Weil ihr es jetzt schon gesehen habt, habe ich auch noch hier Punisher 1 und 2 aus der Marvel Now-Reihe. Ich habe irgendwie hatte ich den Gedanken im Kopf, dass es zwei Bände sind, aber es ist noch ein dritter Band. Von daher bin ich jetzt sitze ich so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil mir der dritte natürlich noch fehlt. Die beiden habe ich sehr günstig bekommen. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, wie es zu Ende geht, weil ja Frank Castle hier verfolgt wird von ein paar Leuten, ja, so einer Spezialeinheit, die zufällig heißt wie die Kollegen von Captain America im Zweiten Weltkrieg, die Howling Commandos. Ja, fand ich ganz nice, hat halt nicht so viel mit anderen Superhelden zu tun. Die Schwarze Witwe kommt drin vor, ja, Black Widow und ja, Crossbones macht auch mit, aber ist recht actionreich und ganz nice zu lesen, habe ich dann auch direkt vernichtet quasi. Würden normalerweise 14 Euro und 16,99 € kosten, habe ich aber ein bisschen günstiger geschossen. Dann bin ich nach meinem letzten Comic-Haul-Video, wo ich ja gesagt habe, dass ich das eine oder andere von Daredevil noch suchen würde, angeschrieben worden von einem meiner Zuschauer und da habe ich mich sehr gefreut und der hat mir nämlich sehr günstig ein paar Hefte verkauft oder ein paar Paperbacks. Was mich sehr gefreut hat, ja, war ein tolles Angebot, fand ich sehr nett, dass er das gemacht hat und habe ich auch sehr gerne zugeschlagen. Da habe ich nämlich dann unter anderem natürlich Der Mann ohne Furcht mitgenommen von Frank Miller, auch schon gelesen und ich würde sagen, wenn ich eine Empfehlung geben sollte, welchen Comic zu Daredevil man auf jeden Fall gelesen haben muss, dann würde ich sagen, das ist der hier. Ebenfalls von Frank Miller und auch von dem netten Herrn. Habe ich hier die Auferstehung? Der ist ja jetzt, glaube ich, auch gerade als Must-Have rausgekommen für teuer Geld. Den habe ich dann jetzt in der Auflage nochmal mitgenommen. Und da habe ich aber noch nicht reingeschaut, weil alles gleichzeitig schaffe ich dann leider doch nicht. Aber der wird sehr zeitnah folgen. Dann hatte ich ja tatsächlich den noch verfügbaren ersten Band der Mark-Waid-Reihe im Comicladen gekauft. Der war in meinem letzten Haul eben auch dabei. Und dann kam ja eben dieser Aufruf. Und ja, da hatte ich die Möglichkeit, mir die restlichen Bände auch noch zu kaufen. Ja, ebenfalls von dem netten Herrn. Also nochmal vielen Dank für dieses Angebot. Da habe ich dann nämlich dann Band 2 bis 6 der Waid-Reihe mitgenommen. Also das ist dann bis zu der Stelle, wo der Megaband dann einsetzt. Ja, wo der Devil nach San Francisco geht. Habe ich natürlich auch sofort gelesen und fand ich auch echt nice stellenweise, teilweise nicht ganz so gut, aber insgesamt konnte man sich das schon echt gut lesen und damit habe ich auf jeden Fall ein gutes Stück in der Daredevil-Sammlung nochmal ergattern können. Ja, mit Brubaker bin ich nicht ganz so weit gekommen, aber auch schon ein gutes Stück. Hier hatte ich nämlich bei Rebuy tatsächlich den ersten Band entdeckt, den ich dann mitgenommen habe, als ich ein paar andere Sachen auch nochmal bestellt hatte. Ja, das ist halt der Teufel in Zellenblock D. Das ist der erste Band, den habe ich da mitgenommen und fand ich auch ziemlich gut, dass ich den bekommen habe. Da habe ich noch nicht reingeschaut. Was mir dann allerdings auf eBay Kleinanzeigen noch begegnet ist, ist Folgendes. Da habe ich dann nämlich noch Band 2, 3 und 6 bekommen. Leider nicht vollständig, es sind ja insgesamt 11 Bände dieser Reihe. Da muss ich mal gucken, wo ich den Rest jetzt auch noch mal irgendwie erwische.
Auch hier vielleicht nochmal der Aufruf, wer da noch was von hat und abgeben möchte, nicht so teuer, der darf sich gerne mal bei mir melden. Macht mir auf jeden Fall eine Freude damit und bezahlen tue ich ja natürlich auch. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das damit abgeht, weil Brubaker soll ja auch ein recht nicer Run sein und da kommt jetzt nochmal eine Neuauflage des amerikanischen Omnibus. Vielleicht kriegen wir den ja dann irgendwann auch mal in Deutschland. Wenn, ihr wisst ja, wenn Soul gut funktioniert hat, ja, und dann Zdarsky dann auch nochmal als Omnibus aufgelegt wird, vielleicht macht man dann ja auch nochmal Brubaker und Miller und Bendis. Wer weiß. Von Bendis habe ich nämlich tatsächlich noch gar nichts. Dann recht günstig in der Wühlkiste habe ich das hier gefunden. Daredevil Höllenfahrt. Da habe ich jetzt noch keine großen Erwartungen dran. Ne? Ja, weil das halt schon ein bisschen was Älteres ist. Es ist jetzt aber Daredevil mit dem schwarzen Kostüm, ja, dem gepanzerten. Von daher bin ich mal gespannt, was da passiert wird. Ist auch ein bisschen dicker. Das Ganze ist von Marvel Deutschland noch. Ist ja Marvel exklusiv 26. Und hätte 25 Mark 95 gekostet. Von daher habe ich das mal mitgenommen. Also es hat sich schon gelohnt, denke ich. Beim letzten Mal hatte ich ja dann auch den zweiten Band von Thor, König von Asgard, ja, von Donny Cates. Da hatten sie leider den ersten Band nicht da. Deswegen habe ich den jetzt hier gebraucht mitgenommen von Rebuy, ja, um Versandkosten zu sparen und so weiter. Ist sogar ein Variant-Cover von Inyuk Lee. Ja, auf 444 Exemplare limitiert. Von daher kann ich das jetzt dann direkt mal von vorne lesen. Sind ja erst zwei Bände, der dritte müsste aber auch irgendwann kommen. Bin ich mal sehr gespannt, was Donny Cates da so gemacht hat, zusammen mit Nick Klein. Dann gab es noch eine Lücke zu füllen bei Green Lantern. Da habe ich hier DC präsentierte 16 ergattern können, zusammen mit dem Spider-Gwen. Ja, da hatte ich vorhin drauf angespielt. Das heißt, da kann ich jetzt bald auch irgendwann mal tatsächlich lesen von vorne. Und bin da schon sehr gespannt drauf. War jetzt auch nicht so teuer. Hätte sich alleine aber tatsächlich dann auch nicht unbedingt gelohnt. Von daher habe ich den zusammen mit Spider-Gwen dann genommen. Im Comicladen hatte ich ja auch schon All-Star Batman 1 und 3 bekommen. Ja, der von Scott Snyder. Da habe ich jetzt auch den zweiten Band endlich ergattern können. Ebenfalls bei Rebuy. Und dann kann ich die jetzt auch dann mal lesen. Sind ja drei Bände. Den Frank Miller Band, den kompletten, habe ich ja auch schon. Da bin ich ja mal gespannt drauf, was da abgeht. Und zu guter Letzt gibt es noch die Rückkehr des Dunklen Ritters Band 2 in dieser Black Label Hardcover Geschichte, wo ich immer noch nicht so genau weiß, warum ich das Ding überhaupt gekauft habe, den ersten. Dann habe ich mir jetzt den zweiten noch, habe ich mir gedacht, nimmst du gebraucht mit, dann brauchst du nicht den vollen Preis zahlen, ist dann auch okay. Weil Frank Miller, sind wir mal ehrlich, ist jetzt nicht der allergrößte Künstler, auch wenn er sehr wegweisende Sachen gemacht hat, wie eben zum Beispiel diese Fernsehausschnitte immer mit dem Text der Sprecher dazu. Das haben viele andere auch übernommen. Ja, also der war da schon sehr wegweisend, wenn auch nicht unbedingt schön. Von daher hätte es jetzt unbedingt diese Vergrößerung nicht unbedingt gebraucht. Ich habe ja auch schon mindestens zwei Ausgaben der Story, aber ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen und Band 3 und 4 kommen dann auch irgendwann noch. So, das war es dann auch. Dank den Gebrauchtkäufen ist es dann halt doch wieder ein bisschen mehr geworden als nur die neuen Sachen. Aber nicht so viel wie sonst immer, ja, wo ich dann halt auch mal ein bisschen größere Stapel gekauft habe. Aber gut, kann ja auch mal sein, dass man den Monat über nicht so viel ausgibt. Ich meine, verdient haben Comicläden trotzdem noch an mir. Aber ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, klickt auch auf die Glocke, damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Und Kommentare sowie Daumen sind gerne gesehen. Daumen nach unten geht ja jetzt nicht mehr. Ja, oder wird nicht mehr angezeigt, die Anzahl. Aber hey, ihr drückt ja sowieso den Daumen nach oben. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was euch davon gut gefallen hätte. Oder was ihr schon habt oder was ihr gekauft habt im November. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.